Alter, hier sind gerade so viele Spiele. Es ist auf einem anderen Nagaspit-Server, wo gerade 11 Spieler sind. Wenn ich jetzt dabei bin, dann sind wir quasi 12 Spieler. Und ja, wie gesagt, okay, wir sind weit mitten im Spiel. Und ja, ist jetzt meine zweite Runde mit dem Charakter. Ich muss immer versuchen nachzuladen. Kill. Ja, wie jetzt. Ich vergesse immer nachzuladen. Zurückspringen. Kill. Nur nachladen nicht vergessen. Ja, komm her. Autsch, das war von hinten. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir sind 8 Spieler, komischerweise. Aber wahrscheinlich. Da, ja, auf jeden Fall. Es werden nur 8 Spiele angezeigt, aber es sind tatsächlich mehr Spieler drin, ne? Lustigerweise. Ja, die Pingrate ist hier deutlich höher als beim anderen Server. Ich weiß nicht, seit wann dieser Server. Au. Auf ist. Ja, kriegst dauernd einen Kick. Kill. Ja, da habe ich vergessen aufzuladen. Habe versucht, mit dem Ferngeschoss anzugreifen, aber irgendwie wieder getreten. So, kann ich gleich aufladen, nur nicht vergessen, ja. Ja, der springt hier auch dauernd rum. Und treffen ihn deswegen nicht. Also die Kicks sind echt heftig, stärker als Geschosse, aber die Geschosse sind eben Fernangriffe, deswegen sind die eher vorteilhafter. Aber ihre Kicks sollte man nicht unterschätzen. Ja, ich spiele mit dem Charakter immer nicht so gut. Wie gesagt, es ist mein zweites Mal. Jetzt springt sie runter. Oh lol, das war nicht mit Absicht. Double kill. Execution. Geh weg. So, jetzt kann ich irgendwie down rollen. Das ist nämlich sehr komisch. Ah, ein. Okay, ich wurde eingefroren. Ich wurde tatsächlich eingefroren, deswegen konnte ich nicht so weit rennen. Das ist eben das Problem, wenn man eingefroren ist. Man merkt das nicht so schnell. Weil man eher auf andere Sachen konzentriert ist. Ansonsten muss man eigentlich darauf aufpassen. Kill. Wobei eigentlich ist meine Elf-Attacke unnötig. Man sieht nur die Gegner, wo die Gegner gerade sind. Oder meine Angriffe werden stärker, das weiß ich gerade nicht. Ich konzentriere mich auf andere Gegner. Kill. So, die habe ich jetzt. Execution. Ja, ich bin in Kombo gefangen. Da konnte ich nicht mehr raus. Aber er ist schon 26. So schlecht ist es eigentlich nicht. Das ist wirklich nicht so schlecht.
Vielleicht sollte man die Attacke machen. Und nicht vergessen aufzuladen. Kill. Na, da war ich ein bisschen zu weit weg für ihn. Das ist nämlich sehr gut. Ein Glück, es ist gut zu wissen, dass die Attacke doch eine Reichweite hat. Nur wegen der Fingerrate kann ich nicht so schnell rollen. Oh, jetzt kommt einer von hinten. Na, das war falsch, das war falsch. Komm her. Okay, schade. Sehr schade. Wäre lustig gewesen. Ich wollte es einfach mal weiterhin kicken. Ich glaube, ich mache hier in dieser Folge noch eine Runde. Okay, von oben kommt einer. Das war nur aus Versehen. Ah, ich kann nicht rollen. Jetzt kann ich rollen. Okay, Billy Rex hat schon 70 Punkte. Ich fand es nicht so schlecht. Ich muss nur ein bisschen üben. Weil es sind schon sehr viele Spiele und ja, die Anzeige ist auf 8 Spiele maximiert, also hier in diese Anzeige. Aber es sind tatsächlich mehr Spiele, beziehungsweise es waren tatsächlich mehr Spiele. Ready. Irgendwie haben die anderen keinen Bock mehr und deswegen sind jetzt nur 4 Spiele. Oh! Da habe ich aus Gewohnheit einfach Randy genommen und ja, jetzt weiß ich, wo die anderen Spieler sind. Die sind jetzt wieder im anderen Server, in Cebe Server meine ich, wo es gerade ein Pingrad von 90 ist, herrscht und ja, das läuft auf jeden Fall flüssiger. Wir sind hier auch mehr Spieler hier momentan. Na toll. Da kann man gar nichts mehr machen. Schade. Ich glaube, die F-Attacke bringt nichts vom Gefühl her. Man hat das Gefühl, es wird stärker, aber es ist eigentlich nur Crits. Und Crits gibt es immer. Ja, komm her. Na, komm einer von hinten. Okay, zu viele Gegner. Ich konnte noch mehr. Rollen konnte ich nicht mehr, weil ich keine Energie mehr habe. Na, okay. Ja, da flog einer vorbei. Da ist sie. Nee. Thomas!
Mit seinem OP-Charakter. Der kann Bomben legen und sich selbst explodieren. Alle Charaktere instant aus dem Weg räumen. So, jetzt bin ich wütend. Bin ich eingefroren. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Kill. Weg, ich muss hier weg. Nur minimal Damage. Kill. Execution. Oh, Geschwindigkeit. Nope. Ah, jetzt krieg ich die Attacke. Dann mach ich die Attacke auch. Double kill. Chain kill. Archblade. Na. Schade. Der hat sie mir noch erwischt. Ich hole aber sehr langsam auf, aber sehr langsam. Ich muss ein bisschen mehr Ziel üben oder Zielwasser trinken. Ich muss hier weg. Na, schade. Also so lange konnte er auch nicht mehr abwehren. Da erwartet sie mich wahrscheinlich. Gehe ich mal auf Abwehr. Okay, keiner hier. Da können noch sehr häufig Bomben sein. Und direkt die Abwehr hier zerstören. Ups, das war aus Versehen. Kill. Wiederbelebung. Das setze ich sehr richtig sehr kaum bei Randy Wiederbelebung. Höchstens die Eisattacke, die sehr vorteilhaft ist. Kill. Execution. Nicht so leicht. Jau. Ich trete hier mal rum. Ah, der Elf. Wo ist der?
Okay, hat sie mich. Also wenn Rennies von hinten angreifen, hat man keine Chance mehr. Außer man dreht sich sehr schnell um und wehrt ab. Okay, lol. Anzeige. Hat wahrscheinlich 70 Punkte gehabt. Und dann, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen mit Renoir. Ja, ich spiele noch bis mittelmäßig, noch ein bisschen unsicher, wie man welche Attacken einsetzt. Und ja, ihre Q-Attacke ist nämlich sehr heftig. Nicht wohl, das ist normal. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr könnt, gerne einen Daumen hoch geben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde noch eine Runde machen und dann, glaube ich, wieder eine kleine Pause machen, wo ich dann nächste Woche oder so wieder eine Aufnahmesession mache. Und ja, wir sehen uns, Leute.